Komm so von der Seite, scheiße. Lass die Türme aktiv. Halt durch, bis ich es geschafft habe. Ja, lass die Türme aktiv. Ich hab... Oh, man kann sie wieder hinstellen. Also man kann sie wieder aufstellen, das ist das Gute. Okay, die machen... Nein! Meine Babys! Okay, gut, die haben das mit der Granate nicht hingekriegt. Ich glaube, die stehen genau richtig. So, was machen wir jetzt die ganze Zeit? Sollen wir jetzt hier die ganze Zeit warten oder was? Ist auch ein bisschen blöd. Mann, Schnitzer. Ah, von der Seite kommen auch welche oder was? Wie lame ist das denn? Wie lame ist das denn? Oh, hier. Habt ihr noch ein bisschen was zum Spielen? Ich will die Munition haben. Ich gehe mal kurz runter. Ah, da kommen wir gar nicht lang. Verstehe. Also mehr ist das nicht. Das ist mehr so eine Battle Arena. Wir müssen hier eigentlich nur durchhalten. Oh Mann, Schnitzer. Ich habe mich gerade vor meiner eigenen Patrone erschreckt. Ich dachte, das wäre eine Granate. Na gut, hier kommt doch einiges auf uns zu. Aber mit zwei Türmen ist das auch easy going, weil die zu blöd sind, ihre eigenen Waffen, die sie hinstellen. Auszuschalten. Was? Oh, Alter! Hat leider länger gedauert. Schön, dass du okay bist. Ah, eins meiner leichtesten Übungen. Dr. Mossmann finden. Über diese Station scheint der Zugriff leichter zu sein. Na dann, let's go. Let's fetz. Da ist sie. Die ist auch hier. Wie hat... In deinem Gebiet. Deswegen rufe ich nicht an. Was hat sie vor? Eli in Ruhe. Schnauze. Oh mein Gott. Die Soldaten waren etwas übereifrig. Sicher, aber wir konnten ihn nicht gehen lassen. Besonders da Gordon Freeman nicht zu fassen ist. Hätten sie auf mein Signal gewartet, hätten sie jetzt Freeman. Wir waren uns nicht gerade sicher, ob das noch passieren würde. Menschliches Blut ist dicker als Wasser. Dr. Breen, wie ich bereits sagte, Sie können Elis Zustimmung nicht erzwingen. Sie müssen ihn selbst... Ich kenne Dr. Vance viel länger als du, Judith. Deine Gefühle für ihn haben dich wohl geblendet. Gefühle? Mit Gefühlen hat das nichts zu tun. Fakt ist doch, dass wenn Eli Vertrauen hat in unser... Da gibt es nichts zu besprechen, Dr. Mossman. Bitte, Dr. Breen. Bedauere, Judith, ich habe keine Zeit. Das glaube ich nicht! Oh je, diese Schlange. Auf geht's, Gordon, jetzt muss es wirklich schnell gehen. Sie hat uns verraten. Geh schon voraus, ich knacke die nächste Sicherheitsstufe und komme danach, sobald ich kann. Wie, du tippst und guckst nebenbei hier rüber, okay. Was machst du da überhaupt? Machst doch gar nichts. Der Blick. Okay, gehen wir weiter. So, jetzt sind die Dinger auch deaktiviert. Da ist ein Weg. Da hinten geht's auch lang. So, was ist das hier für Dinger? Ach, das sind doch die Zellen. Das sind doch die Zellen. Hat sich das gerade bewegt? Hier geht's auch lang. Aber hier scheint irgendwie eine Sackgasse zu sein. Danger. Geht's auch weiter? Ich glaube, die eine Tür war eine Sackgasse. Und das ist jetzt der richtige Weg. Gehe ich mal davon aus. Obwohl ich jetzt neugierig bin, ob die Doppeltüren funktionieren. Leute, ich gehe ganz kurz mal zurück. Bitte nicht böse sein. Ihr wisst es ja, ich will ja nichts auslassen. Ich will ja alles mitnehmen. Und vielleicht ist da ja wieder was ganz, 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 ganz Tolles. Deswegen rennen wir jetzt ganz, ganz, ganz schnell wieder zurück. In Vollspeed. Bis unsere Ausdauer leer ist. So. Es ist einfach nichts. Man kommt hier einfach nicht rein. Ah, wie ernüchternd ist das immer. Ich sollte, glaube ich, erstmal bei Doppeltüren genau hingucken. So, warten wir, bis mein Ausdauer wieder da ist. Jetzt können wir sprinten. Das ist nämlich immer sehr begrenzt. Falls das viele noch nicht mitgekriegt haben. Man kann nicht dauerhaft sprinten. Das geht nur... eine bestimmte Zeit, und dann seht ihr ja hier links die Hilfsanzeigen, die werden ja dann, wow! In der Zeit hat sich was eingelistet. So. So, du nicht. Oh, eine Kiste. Eine Grenade. Eine Grenade brauche ich nicht. Hier ist auch was. Ist hier hinten noch was? Nee, ja.
Okay, mehr ist ja auch nicht. Weiter geht's. Ich glaube, das war's gleich mit dem Abschnitt. So eine Befürchtung. Nein, nicht Wasser. Bitte kein Wasser. Wasser und Elektrizität. Ja, natürlich. Moment. Dann weiß ich ja, was auf mich zukommt. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich hier rumjungeln. Hä? Wo denn? So, warte, wir machen erstmal die... hier kaputt. Sonst könnten die uns hier ziemlich nerven. Wir müssen die Dinge eigentlich nur ausschalten, dann geht das. Kann ich hier mich hier lang hangeln? Ja. Oh, da unten ist eine Kiste. Hopp. Oh, ich habe ihn gar nicht getötet, oder was? So, jetzt müssen wir hier lang. Ich glaube, da hinten ist unser Ziel. Aber guck mal, hier links kann man auch irgendwie lang. Ich weiß aber nicht, was da ist. Wow. Okay. Gefahr ist hier. Ah, man kann hier hoch. Ach so, man kommt wieder hier hin. Okay. Für den Fall, dass wir runterfallen. Hopp. Und jetzt? Und jetzt? Ich könnte mir vorstellen, die weißen Rohre vielleicht. Die weißen Rohre. Oder wir müssen das Ding ausstellen. Ich habe ja gespeichert. Okay, das wird nicht. Dann lade ich mal ganz kurz. Und laden. Das war natürlich jetzt richtig nichts. Aber... geht's, warte mal, wir haben doch hier noch Gegenstände. Vielleicht können wir die noch nutzen als Überquerung. Weil die bleiben doch oben. Das sind doch hier sichere Wasserbehälter. Oh. Sehr schlau, Gordon. Sehr schlau. Oh nein, es kommt nicht so einer dieser Level, wo ich einfach stapeln muss oder sowas. Weil ich kann doch niemals auf so einem Ding stehen bleiben. Wir müssen auf diesen Teil, aber es gibt nichts, womit wir da rüberkommen, weil die Rohre sind eigentlich eng genug und da können wir nicht hoch. Haben wir... die Kiste wäre nicht schlecht, die Kiste wäre nicht schlecht da unten. Ich sag's ja immer, Kisten sind wichtig. Aber wir können auch die Dinger hier nehmen. So... und hab. Okay, bleiben ja immer über dem Wasser. Aber ob das auf lange Sicht helfen wird, ich weiß es nicht. So, können wir da drauf springen? Okay, darauf können wir springen. Bleibst du mal so, wie du bist? Oh ne, jetzt hängt der... na toll. Sieht doch gut aus. Warte mal, ich mach mal einen Quick Save. Okay, geht auch. Ich dachte erst, die Kiste müssen wir holen. Na, die werden doch hier gleich mal aufstehen. Warte mal, das haben wir gleich. Hey! Hat mir zugewunken. Habt ihr das gesehen? So, der ist down. Alle aufgewacht. Hey, renn doch nicht weg. Aha. Wir haben einen Sicherungskasten. Ich glaube, deswegen ist hier Strom an. Das Ding ist noch eingestellt. So, Lebenspunkte haben wir genug. Ich glaube, ich gehe hier nicht ran. Das ist mir einfach zu heikel. Von einem Abschnitt in den nächsten. Also das mit Alex war relativ kurz, muss ich sagen. Ich dachte, das wird ein bisschen mehr. Hier kommen wir lang. Hier kommen wir nicht mehr hoch, oder? Ah, was haben wir denn da? Nein! Abgestürzt. Nein! Also ich kann nur empfehlen, holt euch mal Half-Life 2. Also man muss es auf jeden Fall mal gespielt haben. Das ist eine Erfahrung, die macht man nur einmal. Ich kenne selten Spiele, die genauso sind. So. Na toll. Ich und mein Kistenwahn. Oh oh, langer Korridor. Das sagt mir nichts Gutes. Ich habe jetzt die Befürchtung, gleich kommt was Großes. D8. Ey, woher wissen die, dass ich hier bin? Wie habe ich mich denn jetzt verraten? So, der ist down. Ah, gut, der andere hat es mitgekriegt.
der ist auch down. Hier ist ein Büro. Also werden hier wahrscheinlich Sicherheitsleute gleich komplett reinmarschieren. Mal hinter den Schränken gucke ich jetzt immer. Und dann will ja nicht mehr wieder was verpassen. Hier können wir einfach runterspringen. Gibt es keinen normalen Weg? Der normale Weg wäre hier. Und den können wir ja nicht mehr gehen, weil die Türen zu sind. Müssen wir also hier runterspringen. Okay, let's go. Ich habe immer die Befürchtung, dass gleich... Es kommen jetzt noch mehr Soldaten rein. Vielleicht sind noch Türme in der Nähe. Türme? Okay. Türme sind immer gut. Aber wo? Wo sind hier Türme? Türme! Jetzt ist nur die Sache, von welcher Seite die kommen. Alle verbleibenden Einheiten zu Delta 8. Also wenn die jetzt hier aus den Dings kommen, aus den Zellen, kann ich die jetzt hier so hinstellen. Die könnten auch von der Seite kommen, oder? Warte mal, einen Turm haben wir noch. Von der Seite könnten sie auch noch kommen. So, meine Babys. Oh, das sieht nach sehr viel Gekämpfe aus. Was ich hier alles für Magazine gekriegt habe, Alter. Das wird ja interessant. Das wird ein langer, fetter Kampf wahrscheinlich. Von der Seite kommen sie auch, okay. Komm von der anderen Seite, verdammt! Von der Seite kommen sie auch. Eigentlich müsste man sie in mehrere Positionen locken. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verschanzen soll. Also hier ist der Ausgang, okay. Wo ist denn mein Turm? Ach, der hängt hier hinten. Also von hier kommen sie. Von da hinten kommen sie. Wo kommen die denn her? Machen die Türme überhaupt was? Achso, die sind umgeschmissen worden. Ich habe eine Idee. Ich lock sie alle hier rüber. So. Bleibe ich einfach hier so in diese Position. Lass mal auf, dann meinen Armturm anzugreifen. Jetzt haben wir mehrere Seiten. Da eine Seite, da eine Seite. Okay. Ich glaube, so geht's. Wir müssen ja nur hier hinten durchhalten. Oh Gott. Oh Gott. Wow, man, Schnitte auch noch. Okay, Leute, jetzt wird es ein bisschen laut. Aber auch nur, weil hier so viel los ist. Ah, die wollen alle zu meinen Türmchen. Wo gibt die Munition her? Das ist die Munition. Macht sie super. Aber von der Seite kommt ja noch keiner. Ich kann mir überlegen. Nein! Oh, du verdammter. Von der Seite kommt keiner. Da muss irgendwo ein Soldatenset sein. Oh, wieder eine Granate. Jetzt kommst du von der Seite. Was? Alter, wo kam das denn jetzt her? Ich bin überfordert. Falsche Seite. Okay, kannst du mal ein bisschen schneller machen mit den Hecken? Ach, da oben hängt noch einer. Okay, Ben, ich lasse das hier sein und komme jetzt zu dir. Wir sehen uns dann gleich. Machst du mal auf! Ich hol mir noch mal ein bisschen Munition.
und Lebensenergie. Wow, Aufseher Freeman. Cool. Ach, hier haben wir auch noch Energie. Hätte ich das mal eher benutzt. Voll. Und noch ein bisschen Munition. So, alles klar. Sorry, hat länger gedauert. Du hättest wohl Hilfe gebraucht. Ach, jetzt bleib kommst ich du denn darauf? Lass uns Mossman suchen. Die Schlampe. Die werden wir einfach links und rechts eine ballern. So, jetzt brauche ich aber das Ding auch nicht mehr. Jetzt bin ich voll. Muss sagen, dafür, dass hier das ganz schön heftig sein sollte, war es gar nicht so heftig, weil mit den drei Türmen, die man immer wieder aufstellen kann, war das eigentlich ganz gut zu schaffen. Da habe ich schon schlimmere Kämpfe gehabt. Und jetzt kommt der schlimmste Kampf, und zwar der Kampf gegen den Ladedatenbildschirm. So, okay, das war schon. Hier haben wir noch ein paar Kisten. Alex ist hinter mir wahrscheinlich. Oh, hi. Hat er gerade seinen eigenen Mann ausgeschaltet? Nein, Alex! Wo ist Alex? Alex hält noch gut. Wow, das war jetzt nicht wenig. Alter, wie sieht der denn aus? Alter, der sterbende Schwan. Part 2. Was für Dinger hier? Und so Leuchtgranaten wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ich glaube, es ist auch so. So. Ah, hier schade, hier ist nichts drin. Alter, ich habe Angst um die, dass die immer gleich stirbt, weil die ist so dumm, die kann sich keine Decken suchen. Oh, nicht das Teil. Toll, noch eine Sicherheitsstation. Was ist das für ein Teil? Wo bist du? Wo? Hast du gerade versucht, was zu summen? Ha. Hab sie. Na denn? Ha! Hab dich jetzt! Oha. Jetzt mach hin, Gordon. Wir wollen sie nicht warten lassen. Na, lass mich mal durch. Von wo kommen sie denn jetzt? Hier ist eine Tür. Da werden sie kommen. So, da kommt sie nicht mehr lang. Da ist er doch, die Mossman. Jetzt gibt's kein Zurück. Na, da ist sie. Lass mich mit ihr reden, Gordon. Nee, vielleicht das kann nicht gut ausgehen. Frauen sind untereinander richtig schlimm. Hallo? Gott sei Dank ist jemand. Alex? Gordon, wie seid ihr hier reingekommen? Wir wissen alles über dich. Was? Du warst die ganze Zeit Spion der Combine. Wovon redest du? Verdammt. Weg da, Mossman. Wir kommen rein. Weg da, Mossman. Jetzt möchte sie sich noch Sorgen machen. Krieg gleich einen Headshot. Alex, egal was du denkst. Ich schwöre, ich wollte nur deinen Vater schützen. Ruhe! Sei froh, dass du uns noch nützen kannst. Wir polen den Teleporter um und verschwinden sofort von hier. Siehst du? Wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich habe den Modulator schon für einen Zen-Relais programmiert. Sie stahlen Dads Arbeit. Es ist auch meine Arbeit. Ich musste Dr. Breen außerdem zeigen, dass dein Vater unersetzlich war zum weiteren Fortführen dieser Forschung. Das ist jetzt genug Blödsinn! Dagon, das Dad, ich hole ihn jetzt rein. Ihr habt Eli? An dir lag's nicht. Einfach die Koordinaten für Dr. Kleiners Labor eingeben und dann los. Dazu bräuchten wir Zutritt zur Teleporter-Plattform, aber wir sind ausgesperrt. Ich kümmere mich drum. Da kommt immer mehr Viecher. Guck mal, die stehen schon vor der Türe. Also los jetzt. Oh, Geschützis. Mach die auf. Alter. Oh nein, ein Portal öffnen. Das erinnert mich ein bisschen an Half-Life 1. Oh mein Gott. Und du hast damit gearbeitet? Wie lange schon? Bis jetzt noch nicht. Ich wusste jedoch, was ich zu erwarten hatte. Könnt ihr mal das Ding aufmachen? Scheint, als erwarte es uns. Die Combine nutzen ein eigenes Impuls.
nicht lange. Schön vorgeblüht für uns. Gut. Gerade rechtzeitig. Okay, also das ist der Teleporter und da hier unten. Hat leider etwas gedauert. Ist trotzdem alles okay? Denk nicht an mich, mein Schatz. Judith. Wie sehr bist du frei? Eigentlich nicht. Eli! Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Die Koordinaten, Dr. Mossman. Das ist also das Combine-Portal. Kleiner als ich gedacht hätte. Können Sie ihn nicht einfach rausholen? Anstatt schnell, ihn so. Dr. Mossman! Das wird doch ein Kampf ausarten, das wissen wir doch jetzt schon. Dr. Kleiner! Ja, Alex, wo bist du? Wir sind in Nova Prospect und führen die Zen-Emulation zum ersten Mal durch. Sind Sie bereit für uns? Fertig, bereit und voll aktiviert. Gut. Mein Vater geht zuerst durch. Er ist bereit für. Naja. Was denn das? Moment, das muss wieder runter. Nein, stopp! Was soll das? Es tut mir leid, Alex. Es geht nicht anders. Nein! Komm zurück! Was ist los? Dad! Alex! Nein!